Hallo liebe Zuschauer, wir sind heute am Rosenthaler Platz in Berlin und heute fragen wir die Leute mal, was war der schlechteste Film, den sie je gesehen haben? Los geht's! Ist euch nicht kalt? Nö, nee, ist doch schönes Wetter. Wir sind ja dick eingepackt. Und es sind doch 8 Grad oder so, glaube ich. Ja. Schon fast Sommer in Berlin. Ja, wir sind optimistisch. Und zwar möchte ich gerne wissen, was ist der schlechteste Film, den ihr je gesehen habt? Der schlechteste Film, den ich je gesehen habe? Boah. Oh, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Ich gucke keine schlechten Filme. Boah, ich habe so viele schlechte Filme in meinem Leben gesehen. Der schlechteste Film, der erste Tatort mit David Striso. Ja? Ja, der war schrecklich. Warum? Weil er das für Kunst hält, was er da macht, aber das keine Unterhaltung mehr ist und es aber auch keine Kunst ist, sondern einfach nur noch Schrott. Best Night Ever. Kenn ich nicht. Der ist richtig scheiße. Oh. Wovon handelt der? Nichts. Ich glaube, so ein Bachelorette und es macht so ein bisschen ein paar Filme nach, aber insgesamt ist es einfach richtig schlecht. Aber so schlecht, dass Leute, die schlechte Filme mögen, es auch schon schrecklich finden. Ach, ich weiß, welchen Film ich extrem schlecht fand, den fandest du super. Dieser neue mit Tom Cruise. Tomorrow, bla bla. Wie hieß der denn? The Edge of Tomorrow. Oh, den fand ich furchtbar. The Edge of Tomorrow. Warum fandest du den furchtbar? Weil es einfach viel zu abgedreht war. Ich kenne da einen ganz anderen. Sharknado heißt der. Der ist richtig schlecht. Da geht es um Haifische, die mehr oder weniger fliegen können. Der ist wirklich richtig, richtig schlecht. Okay, das kann ich nicht toppen. Vermutlich Knockout. Das ist so ein japanischer Trash-Film. Ja. Was war daran so schlecht? Der war unglaublich blöd. Und der hatte so eine blöde Mischung aus, die wollten so ein bisschen Magie schaffen mit so komischen Momenten. Und das war aber unglaublich schlecht gespielt und es hat überhaupt nicht funktioniert. Um auf den schlechtesten Film in diesem Jahr zurückzukommen, Interview. Weil ist ich mega, schlecht, ja, ich war mega enttäuscht. Ja, ich war richtig enttäuscht. Ich wollte noch angucken. Also, das ist schon nicht mehr witzig. Nee, und vor allem so dumm. Einfach dumm witzig. Also so, dass ich sage, okay, ist nicht mehr mit. Ist einfach nicht witzig. Ja. Also, ich hätte echt mehr erwartet von James Franco. Sin City 2 fand ich richtig enttäuschend, wenn ich ehrlich bin. Ja? Also es war ein 3D, das 3D war richtig schlecht gemacht. Mhm. Der Plot war auch richtig lächerlich. Im Gegensatz zum ersten Film war er echt schlecht. Ja, ich glaube, die meisten Fortsetzungen sind einfach meistens schlecht. Weil wenn der erste Film richtig gut war, kommt man dann nicht wieder ran. Ich glaube, Fortsetzung ist meistens das Schlechteste, was du machen kannst. Andere Erwartungen. Ja. Hast du ein Beispiel? Ja, weißt du, Kinderfilm, Madagaskar 2 war der Horror. Nee, ich bin im Kino rausgegangen. Und den ersten fand ich super, ich liebe Animationsfilme. Aber der zweite, ich bin wirklich nach einer halben Stunde rausgegangen, weil ich es so schlecht fand. Also pass auf, ich habe gestern Abend was ganz Schlechtes gesehen. Ja. Das nennt sich, ich weiß nicht, das ist eine Fernsehsendung, das heißt Der Bachelor. Also das ist richtig schlecht. Wie wär's, wenn du da mal mitmachst? Wann war das letzte Mal, dass ihr im Kino wart und mittendrin rausgegangen seid, weil es so schlecht war? Ja, das ist mir noch nie passiert. Doch, ich war kurz davor, aber das ist auch den Film, den ich gerade sagen wollte, nur mir fällt der Name nicht ein. Aber es ging halt um so eine Frau und eigentlich war das Ende schon bis zur Hälfte besiegelt und es lief noch 2 Stunden weiter, wo wir schon wussten, was ist. Und ich war echt, dass ich gesagt habe, ich will jetzt raus. Und dann habe ich mich irgendwann meinem Schicksal ergeben mit meiner Tüte Popcorn und habe einfach so den gemacht. Na, meintest du, wo die selbst ihren Tod vortäuscht? Ja, wie heißt ja, der? Ja, wie Gone Girl. Gone Girl heißt Gone Girl. Nicht gucken. Scheiße. Ich hatte mal Gulaschsuppe mit ins Kino und habe es alles ausgeschüttet und bin schnell abgehauen. Aber nicht, weil der Film schlecht war. Das ist euch doch auch schon mal passiert. Klar, immer mit der Gulaschsuppe. Und du fandst Tom Cruise einfach scheiße. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, daran liegt am Schauspieler, glaube ich. Nicht unbedingt am Film. Wenn jetzt der Hauptcharakter gewesen wäre der Film cool gewesen. Wie heißt er? Ryan Gosling gewesen wäre, dann wäre der Film total geil gewesen. Was ist dein Lieblingsfilm? Oh, der 7 Leben mag ich richtig gern. Von Will Smith. Mhm. Der ist richtig schön und Benjamin Button, den mag ich auch sehr. Ja, aber das sind immer diese Überflieger, die hat jeder schon mal geguckt, aber die sind so schön. Ein Lieblingsfilm? Ja, die französischen Filme von Truffaut und Romer und auch die Filme von Wim Wenders. Mhm. Ja, zum Beispiel der Himmel über Berlin und Paris, Texas und ja. Also du guckst viele Filme? Ja. Ja.
Liebst du Filme? Ja. Und alle Til Schweiger Filme? Til Schweiger finde ich grundsätzlich ganz gut, obwohl ich ihn persönlich als Mensch gar nicht mag. Also ich mag zum Beispiel Wo ist Fred ganz gerne, finde ich cool. Und seine Rolle hier im ARD finde ich auch ganz, hier im Tatort finde ich ganz cool. Es revolutioniert das Ganze mal ein bisschen. Ja, also ich mag die ganzen Klassiker, also Moulin Rouge, Dirty Dancing, Grease. Ich liebe die ganzen Filme. Die romantischen? Ja, liebe ich. Dann sag uns doch, was dein Lieblingsfilm ist. Oh, das ist ganz einfach Empire Strikes Back. Ja? Also, wie heißt das auf Deutsch? Imperium schlägt zurück. Ja. Genau. Warum? Ich bin großer Science-Fiction-Fan und ja finde ich toll. Das Beste. Ja. Ja, liebe Zuschauer, das war es mit unserer heutigen Episode Easy German. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Und jetzt seid ihr dran, denn wir wollen von euch wissen, was ist der schlechteste Film aller Zeiten? Der schlechteste Film, den ihr je gesehen habt? Schreibt es uns bitte in die Kommentare und wir freuen uns schon sehr auf diese Diskussion. Bis zum nächsten Mal.